Hallihallo bei Cry of Fear. Wir sind an dieser Stelle, wo man in diesem komischen Park von diesem komischen Großen angegriffen wird. Man kann nicht an ihn vorbeirennen. Ich würde echt gerne sehen, dass man das irgendwie doch kann, weil mir das erscheint mir voll die Zeitverschwendung. Wenn du es jetzt schaffst. Wenn, dann halt hier auf der Stelle. Run, motherfucker. Ach komm. So. Frage ist nur, was bringt mir das denn jetzt? Achtung. Geht's da rein? Oh, ja, genau. Okay. Also da vorne lag eine Schaufel. Aber ich weiß halt nicht... Okay, das ist schon mal angenehm. Was du mit der Schaufel anfangen kannst. Mhm. Ich meine, theoretisch musst du halt... Du musst aber wieder was liegen lassen, dummerweise. Damit du die Schaufel aufnehmen kannst. Wenn ich so weitermache. Hier kann man, glaube ich, buddeln, oder? Mhm. Okay, wir brauchen die Schaufel. Vorsicht, der kommt da rein. Du musst aber irgendwas loswerden. Das droppe ich nicht. Aber geh mal raus und drops. Läuft das Spiel nicht weiter? Nee. Das ist so nice gedroppt, gell? Jetzt lohnt sich die erstmal hier nach hinten. Mhm. Lohnt sich die erstmal hier nach hinten. Jetzt. Run. Doch drei. It's three. Ja, das reicht. Oh, schnell. Das war nur ein Grafikeffekt. Das muss doch mal so ein Erdhaufen sein, dass das geht. Ja, warum? Bin außer Atem. Da ist ein Erdhaufen. Atom. Ja, dann benutze ich schnell. Krieg ich aufs Maul. Geil. Was war das? Ein Magazinsturmgewehr. Ja. Ach, dass du die erledigen kannst wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Soll ich die erledigen? Muss ich das? Das ist garantiert viel einfacher. Also bisher war es doch nie so, dass du irgendwann wirklich umbringen musstest, um im Level weiterzukommen. Also es ist für mich ultra stressig. Ich finde, es geht gerade, weil die sind relativ langsam. Aber es ist gerade nervig, dass man nicht weiß, wo man hin muss. Da kommen wir her. Wo kamen die da raus? Oh, jetzt bin ich erschrocken. Hä? Sind die bei mir auch rausgekommen? Ja. Jetzt bin ich gerade wirklich erschrocken. Okay. Jetzt habe ich mehr oder weniger das, was ich gerade eben eingesammelt habe. Habe ich vorher schon wieder verschossen gehabt. Aber da, wo die jetzt rauskamen, kann man nichts... Lag hier nicht die Freundin irgendwo auf der Straße? Ist das vielleicht irgendwo noch ein... Ja, aber da, wo die jetzt rauskommen sind, kannst du nichts damit machen. Da, wo die... Da nichts gesehen. ...jetzt rausgebrochen sind. Da liegt mein Nightstick. Ich erinnere mich daran, dass ich den auf jeden Fall wieder einpack, bevor wir hier abhauen. Der chillt. Geh da lieber nicht hin. Mit ein bisschen Glück platzt er dann auch einfach durch die Bug in der Level-Architektur. Oh. Und hier geht's auch nicht rein. Hier kommen wir her. Ich guck hier nochmal kurz rein. Schauen wir nochmal in den Raum. Echt komisch. Keine Ahnung. Das ist die Ampel. Müssen wir die vielleicht doch töten? Ich habe halt... Guck mal, die ist zum Beispiel schon leer. Na, die ist noch die. Da eine ist in den Raum reingegangen. Nein! Stürzt das Spiel gerade ab. So auf dem Kopf, ja.
Ja, toll. Vor was steht? Nee, da steht vor nichts. Okay. Hm? Auch was das bringt. Klick. Checken wir hier gerade irgendwas nicht? Das sind zwei unterschiedliche Parkabschnitte. Hier ist eine Wand dazwischen. Ja. Ist hier irgendwo ein Mittelgang oder so, den ich gerade nicht sehe? Hier gibt es ja irgendwo was, wo man buddeln kann. That door is blocked. Vorsicht, voll. Der Typ ist auch komisch. Nicht, dass der irgendwas zu bedeuten hat, weil der so steht und sich nicht bewegt. Das Ding ist halt, wir konnten doch mit Messern, konnten wir doch teilweise Bretter zerstören. Ach, stimmt. Ist halt die Frage, ob wir das mit dem Nightstick auch können. Das ist eine gute Idee. Das ist eine hervorragende Idee. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Oh Mann. Du musst dich dücken. Entschuldigung. Aber gut, dass wir alle Munition verballert haben. Ja, geil, geil. Mist. Na, wo wir hin müssen? Ich frag mich auch gerade, du hättest doch zwei Möglichkeiten gehabt, Türen aufzumachen. In einem anderen Parkabschnitt. Ja, aber dann wären wir auch noch in dem Park wieder rausgekommen. Okay. Oh, Vorsicht. Oh, Wow, ganz ruhig. Gut gemacht. Schau halt nicht, dass du gleich stirbst. Kann man hier nicht irgendeine Sicherung abziehen? Warte, nimm mal sein Magazin. Sicherung? Ich glaube nämlich gerade auch, nimm mal sein Magazin. Und guck mal, dass du demnächst speichern kannst. Da war die Karte. Ach, so ein Typi. Hä? Ich glaube, kann es sein, dass der sowieso verschwindet? Wie ging das an? Achso. Jetzt ist es an. Du musst YZ, YZ sagen, dann geht's an. Ja. Kurz, ich nehme mal eine Spritze. Oh, Vorsicht. Oh. Was ist das? Ja, tja, ne? Gesehen, wie flach der war von der Seite. Der hat ein Buch als Kopf. Die. Also irgendwas sagt mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
würden denn so hier nicht den Weg so zuscheißen mit so super Gegnern? Ist wieder gerade. Da waren wir schon mal. Hier war das erste Mal Pistolen-Shootout. Da speichern. Ich glaube, hier kann ich doch jetzt die Sicherung wieder mitnehmen von der. Hier war doch die Sicherung drin. Ja. Boah, ey. Reicht jetzt auch. Ihr habt doch auch echt Spaß daran, überall Gegner reinzuholen. Oh. Okay, ja, wenigstens war es jetzt nochmal. Da kannst du holen, oder? Ja. Please. Oh, oh Gott sei Dank. Jetzt müssen wir nur den ganzen Weg zurück. I love it. What could possibly go wrong? Wie weit müssen wir zurück? Wir müssen bis, ganz zu der U-Bahn halt wieder. Ganz nach hinten. Also hier auch wieder nach oben. Durch den Park durch. Kostet das eigentlich Strom? Start backtracking, yo. Da bleibt mir glatt die Spucke weg. Wetten, da kommt dann jetzt irgendwie noch so ein Zahlenschloss oder so dahinter. Und dann so ein Fahrradschloss, noch, was man auch noch aufhebeln muss. Finde etwas von ganz am Anfang der Geschichte. Stimmt, hier haben wir auch noch. Remember those assholes. Vorsicht, gell? Obacht. Aber ich glaube, wir können jetzt als feste Regel etablieren, man muss hier nie einen normalen Gegner töten, um weiterzukommen. Ja. Das ist alles nur Munitionsverschwendung. Verschwendung. War das hier? Ja, ich glaube. Ja, geradeaus durch die Tür. Oh, und jetzt da runter. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, bei meinen Lieblingskumpels den Betten vorbei. Das sind meine Lieblingskumpels. Oh, die warten schon, guck. Na, alles klar, Michi. Na, hast du Bock? Ich hab schon ein Bett dabei, ne? Komm her, müssen wir hoch. Oh, ja. Müssen wir hier raufkommen. Donk, donk. Wie so ein Stein, den man über den See flippt. So. Und jetzt. Gott. Awesome. Awesome. Ah, endlich. Geschafft. Habe ich dir eben gespeichert? Ja, ne? Ich hätte so Bock auf noch mehr Bettenmonster, ey. Ja. So sieht es in Prag auch aus. In der U-Bahn. Prager U-Bahn. Cool. Mhm.
Die mag ich, weil die verhältnismäßig einfach zu besiegen sind und Mordsmunition droppen. Du solltest vielleicht nochmal Wir haben gar keine Spritzen mehr. No. Was? Ich mag die nicht mehr. Wir haben das letzte Mal welche benutzt. Aber dann müssen wir jetzt echt mal mehr auf den Boden schauen. Du drückst einfach immer E, wenn du rumläufst. Darf das Problem auch bei oben sein? Vorsichtig. Das würdet ihr Facker nicht wagen. Aber man muss es ja auch nicht übertreiben. Ich lebe so garantiert auf eine von denen. Gelbe schon. Okay. Hier, das auf den Bänken liegt eine Spritze. Also auf einer von den 1.017.000. Da waren wir eben schon, ne? Noch größer könnten sie ja wohl Falle nicht draufschreiben. Hm? Und zum Schluss denkt man sich so, oh, der hat wirklich gedacht, dass wir hier eine Falle gebaut haben. Hol mir deinen Nightstick und hau dagegen. Ein bisschen hinsetzen. Ja, ich glaube auch mal Sprengstoff oder irgendwas. Okay. Diggeress. Aber was Diggeress finden wir raus in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.